Wassers ist Wassers. Was geht von der Außenwelt? Wir schwitzen rüber und let's rock. Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Talkshow. Richtig, Matze. Danke. Alle sind ja im großen Olympiafieber. Und ich muss sagen, mir fällt es auch ein bisschen schwer, die Talkshow jetzt zu moderieren, denn 2006, gerade parallel 16. laufen einige wichtige Entscheidungen. Oh mein Gott, okay. Ich höre gerade, es ist gerade eine wichtige Entscheidung in Rio. Der deutsche Turmspringer Michael Wilhelm kann jetzt die Goldmedaille holen. Wir scheiden direkt live nach Rio. Der Mond ist aber ziemlich nah, ne? So, bitte. Moonfall. Oh, 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 oh. Ah! Oh Mann, das ist eine wundervolle Scheibe. Ach, das tut mir ja beim. Ach, das tut mir beim Zug. Ey, das tut ja, selbst wenn ihr. Wie heißen die kleinen Türme, wo die Schwimmer immer runterspringen? Die kleinen Springtürme da, die noch kleiner sind als das Sprungbrett. Selbst wenn du da einen Bauchklatscher von da machst aufs flache Wasser, das tut so ultimativ weh. Ey. Ja, das wird wohl. Wohl eher kein Gold geben. Jeder von euch weiß es, wenn man Rot geben. Lama ärgert, wird man angespuckt. Das ist nett. Auch hierfür bewerben wir uns wieder für den Webvideopreis für die besten Spezialeffekte. Cool. Hier sieht beim Lama noch alles schon viel sehr, gewonnen, sehr harmlos aus. Yeah, let's go on. Noch lachen sie. Das Eimer hat den... Das Eimer hat das den Eimer? Lama geklaut. Eimer klaut ein Lama. Ja, geil. So kommt's raus. Die Eimer klauen heute aber viel. Das ist wirklich so. Doch dann begeht der Typ mit der Kamera einen großen Fehler. Er versucht, den Eimer wieder zurückzuerobern. Oh nein. Jetzt ist das Lama natürlich auf 180. Es wirkt. Ja klar, wer ist denn nicht auf 180, wenn jemand daherkommt und dir dein Fressen klaut? Ganz normal. Ich meine, stell dir mal vor, jemand würde mir meinen Döner klauen, den ich gerade aufgegessen habe. Dann würde ich auch wütend sein. Ich schon mal den Rotz der letzten Tage hoch. Nett. Boah, richtig. Ja, und dann zielsicher in his face. He's gonna speed on. Oh Mann, macht das Lama echt so ein Geräusch beim Hochziehen? Ich meine, da würde ich ab dem Punkt schon wegrennen. Auch sehr, sehr lustig, dass die Freundin ahnt, dass das Lama in diesem Moment eine geile Rotzattacke vorbereitet. Da fragt man sich doch wirklich, was ekliger ist. Hey, der Mond bewegt sich sogar. Oh mein Gott, okay, ich höre gerade, in Rio fällt die nächste Entscheidung von unserem deutschen Judo-Kämpfer Ching Chang Chong. Wir schalten direkt live nach Rio, es geht um Gold. Von deutschen Judo-Kämpfer Ching Chang Chong, genau. Oh. Oh. Over here. No. No laughing. Ready? One more time. Go. Och Mann, der Arme. Es läuft irgendwie nicht bei den Olympischen Spielen momentan. Es läuft nicht. Aber trotzdem. Wie bei dir mit den Frauen, Matze. Es läuft einfach nicht. Da weißt du, da greifst du nach Gold. Nett. Was kriegst du? Holz. Pappel. Nicht die schöne Eiche. Genau. Traurig, aber wahr. Lass auf einen Wettbewerb machen, Kirschbärenweißsprung. Oh nein, das haben wir früher auch immer gemacht. Fuck. Was der denn? Jetzt spuckt ihn sie. Rückwärts oder was? Nicht mal hier vorne. Das nächste Video möchte ich euch einfach mal ganz normal zeigen und euch dann fragen, ob euch irgendetwas auffällt. Der Mond bewegt sich. Okay, außer dass die Frauen sehr schön anzusehen sind, was ist euch noch auf dem Matz? Frauen, schön. Aufmerksamkeit. Na, da müsste ein Spiegel sein, dass man Matz auch immer sieht. Also, was ist euch so aufgefallen? Ich zeige euch jetzt mal ein Standbild. Vielleicht fällt es euch dann auf. Also, schaut euch das mal genau an. Genau, die meisten müssen es entdeckt haben. Ganz links, das Mädchen hat das Trikot über dem Kopf gezogen. Vielleicht habt ihr gesehen, dass ihr Exemplar... Das ist sogar falsch rum, ne? Ach ne, oder die hat es von hinten drüber gezogen. Das macht ja gar keinen Sinn. Willkommen sitzen hat deswegen ihr Shirt ganz schnell über den Kopf gezogen. Ich kann euch sagen, es ist ganz anders passiert. Sie hat... Oh mein Gott, okay, ich höre gerade, in Rio ist die nächste Goldmedaille in greifbarer Nähe für die Deutschen. Die Gewichtheberin Betty Wettstein ist am Start. Wir schalten live nach Rio, es geht um Gold. Na dann. Boven menselijke inspanning van haar. Da. Nächste schade, Woche sind wir dann fertig. Kein Gold für Deutschland, dabei hat sie so gekämpft.
Zurück zur Cheerleaderin. Warum hat sie also ihr Trikot im Gesicht? Schauen wir uns das Video nochmal an. Da ist es passiert. Vielleicht nochmal zurück in Zeitlupe mit einem Pfeil drauf. Ja, Matze, tut mir leid. Du musst genau, damit man das auch sieht. Kennt man von TikTok? Ein riesengroßer, runder, roter Kreis um ein Auto. Das Auto, was auffällt, dass da lang fährt. Und dann fährt es irgendwo dagegen. Ich meine, ohne diesen roten Kreis hätte ich dieses Auto nie im Leben bemerkt. Du musst ein bisschen was bearbeiten in der Pre-Production. Wie heißt was das? Ich auf TikTok immer hasse, ist, wenn jemand diesen ekelhaften Lachsound reinmacht, der da, diese Lachsound, der da, diese was? Das hasse ich immer. Post-Production. Vor allem, wenn es dann eine Minute Post-Produktion. Geht. Wenn man einfach nur eine Endlosschleife macht. Da sehen wir es. Sie beugt sich runter, das Trikot rutscht über ihren Kopf und sie kann nichts mehr sehen. Der Rest ist Geschichte. Aber sie macht trotzdem noch weiter. Respekt. Sie hat sich davon nicht ablenken lassen. Jetzt hat sie es komplett vorne. Sie hat die Choreo blind weitergetanzt, ohne Fehler bis zum Ende. Respekt. Sag ich doch. Ach, muss ich erst mal hinkriegen. Props, sagt man so. Props. Props. Okay, ja, cool. Sorry, du bist keine 19 mehr, wie ich meinte. Du kennst die Teenie-Sprache nicht. Okay, cool. Ja, das war's auch schon. Nein, wir schalten nochmal nach Rio. Die Deutschen haben wieder die Chance auf eine Goldmedaille im Turnspringen nochmal, wo der Deutsch-Filipino Jürgen Qinglangchong die Chance... Springt er jetzt rückwärts auf dem Asphalt? Na, da ist ja kein Asphalt, das sind ja Fliesen. Es hat auf Gold. Oh, oh. Erst auf dem Bauch und dann auf dem Rücken. Was als nächstes auf der... Naja, das wird dann schön scheppern. Was? Das hier sehe ich. Das hier springt man wirklich so drum. So. Oh, wow. Mama, lass mich einscheiben. Nein, yeah. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei S. Oliver, die mir die Sachen hier geschenkt haben und noch weitere Sachen für die Ausstattung der Talkshow. Wenn ihr selber mal etwas shoppen möchtet, klickt unten in die Videobeschreibung, dann kommt ihr zu der Seite von S. Oliver. Ich verlose auch bald ganz, ganz viele tolle Gutscheine, da könnt ihr ordentlich shoppen gehen. Nein, Matze, an die Zuschauer. Brauchst gar nicht so zu kommen. schön, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche und Samstag kommt ein neues Video. Nicht verpassen. Bis dann. Tschüss. Oh, ich dachte, der Mond schafft es noch komplett wegzugehen, bis das Video zu Ende. Ja, jetzt hast du dumm stehen bleiben. Das war gut. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In die Sinne verabschiede ich und bin damit raus.